Hallo YouTube! Hallo YouTube! Wir, was gehört, spielen wir hier gerade? Runtergezählt haben von 3. Ja. Damit was? Wir euch gleichzeitig begrüßen. Ja. Nein. Ja. Sowas würde ich niemals machen. Nee. Ich esse übrigens wieder Popcorn. Cool. Liegt am Spiel. Das ist unterhaltsam. Ja, nee, jetzt im Ernst, das Spiel macht echt Spaß. Ja. Wir sind dabei, wir gehen jetzt in die Katakomben hinunter. Und ich schau mal eben, ob ich meine Ausrüstung wechseln kann. Ja, ich kann das. Kann nichts machen. Erzähl doch nicht. Ich habe zu wenig Geld. Wie immer. Nein, aber da sind gewisse Sachen. Ich kann zum Beispiel von den Waffen für mich, kann ich 5 Stück direkt ausrüsten. Du hast auch eben Waffen gesammelt, also während des Spiels. Nein, die konnte ich auch eben schon. Simon. Okay. Ist ja gut. Wir gehen weiter ins Spiel. Ja, und wir machen einfach weiter. Machen weiter. Wir wollen YouTube nicht nerven. Ja. Mit Simons hirnlosem Gerede. Finden wir lieber was zum Töten. Oh. Hilfe! Ja, ich wäre an deiner Stelle ja gerannt. Das war der Tod. Der hat extra gesagt, du kannst davon nicht fliehen. Der endlose Kreis setzt sich fort. Du musst laufen. Das ist übelst. Ey, lass mir auch mal was. Das ist egoistisch, ey. Nee, wirklich jetzt, weil ich brauche die Erweiterung. Oh mein Gott. Na geil, tut mir leid. Der Tod ist wieder da. Ja? Beleb dich doch wieder, Mann! Geht nicht. Wieso nicht? Geht nicht. Der steht doch wiederbeleben. Aber funktioniert nicht. Ne, geht nicht. Ich bin dem Grab entstiegen, um dich zu holen. Okay, wohin? Ja, warte, wir tricksen ihn jetzt aus. Und jetzt hier. Aber ey, das geht doch nicht. Der kann doch nicht hinter uns her. Komm! Hilfe, Mann! Tot! Gleich wieder. Lauf, lauf! Das Fleisch vergeht, kann ich. Nur die Knochen. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Kill mal eben die beiden Monster. Schnell, 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 schnell! Komm, Tod. Ich weiß nicht, was der Tod von uns will. Kleiner Wichser, ey. Ich kann mich gerade nicht wiederbeleben. Ich weiß, hatte ich eben auch. Ja, dann komm mal in meine Nähe kurz. Ja. Und drück mal F. Du Wichser. Was? Ich hab gesagt, drück F und... Oh, ich muss weiter. Mein Gott. Ja, okay, lauf weiter. Und jetzt kannst du dich wiederbeleben? Nein. Spring einfach drüber. F. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Fuck. Sorry, ich konnte mich nicht wiederbeleben. Ich verstehe das nicht, wenn ich ehrlich bin. Au. Du hast mitten im Getümmel nichts zu suchen. Wir müssen laufen. Zu spät, ich bin tot. Nein. Doch. Sag ich doch. Jetzt geht's wieder los. Wie machst du das? Mit F konnte ich mich einmal wiederbeleben jetzt.
Ich glaube, es geht nur einmal oder so. Komm mal hier mit. Du ja, ich brauche das Essen, was hier kommt. Da ist kein Essen. Ah. Scheiß tot, ey. Ich hasse den. Wieso ist der Weg denn jetzt anders als eben? Weiß ich nicht. Zufall. Mist, Mist, Mist. Wo bist du? Da bist du. Boah, scheiße. Ich werde getötet. Und schießt auf mich. Boah, der geht mir so auf den Sack, der Tod. Ich habe auch keine Lebenspunkte mehr. Du bist voll. Nee, okay. Also, das Spiel ist recht lustig. Ja. Lauf! Nein! Hier ist Leben! Lass mir leben! Vielleicht können wir ihn ja doch besiegen. Nein. Wenn er uns einmal berührt, sind wir tot. Boah. Warum müssen wir denn vor dem abhauen? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist das für ein Wichser? Der hat mich eingefroren. Ich bin tot. Beleb dich wieder! Hab ich. Ich bin tot. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Tot. 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 Game over. Wie Game over? Ja. Wie, jetzt nochmal alles von vorne? Klar. Ich habe es kaum gesehen. Ist nicht wahr. Ey, ich muss wegen dir jetzt da mein Geld liegen lassen. Geh doch! Wir brauchen Schlüssel. Ich bin kaputt gleich. Tot. Unschaffbar, tut mir leid. Warum läufst du weiter? Dann ist klar, dass ich nicht wiederbeleben kann. Nein, ich konnte mich gerade eben auch wiederbeleben. Danke. Ey, diese Geister gehen mir auf den Sack. Vielen herzlichen Dank, dass du weiterläufst. Er drückt doch F. Ja, geht nicht. Geht nicht. Was? Neuer Versuch? Was ist das denn? Keine Ahnung. Abbrechen. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Ja, dann kommentier mal wenigstens, wenn das Spiel. Ja,
Du kannst kommentieren bitte, weil du bist tot und ich muss mich gerade hier voll Concentration und so. Ja genau, wie man sieht, der Tod, der wird ihn gleich auch einholen. Ich weiß nicht, was er soll, warum er sich nicht einfach kaputt gehen lässt. Er rafft wohl nicht, dass man bei Gauntlet den Bildschirm nicht verlassen darf. Wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Vielleicht muss man auch sogar in der Nähe der Leiche stehen bleiben. Ich weiß es nicht. Es bleibt das Rätsel aller Rätsel. Und wenn ihr das wisst, wie das geht... Dann kommentiert bitte. Ja, kommentiert. Unter einem Video von uns beiden hier. Vielen Dank. Man sieht jetzt hier, wie er wirklich Probleme haben wird gleich. Bei dieser Anzahl von Gegnern kann er gar nicht gewinnen. Achte bitte auf die, die explodieren. Die werden hier am gefährlichsten. Und die Fernkämpfer, die Magier. Die Goldenen. Du musst schon angreifen auch, ne? Na, wenn der Tod weg ist. Außerdem versuche ich die gerade so gut wie möglich auf einen Platz zu locken. Okay, wegen deiner Wirbelwindattacke. Genau. Bats! Ja, alle weggefetzt. Sehr gut. Hast du gut gemacht? Ich bin stolz. Wirklich. Sieht so aus, als schaffst du die Level alleine, aber ich möchte... Da bin ich. Ich bin wieder da. I'm back. Blöder Fixer tot. Ich hasse dich. Ach, Gold. Gold ist schön. Warte. Komm! Ja, ja, ich bin hier. Ja, schon wieder falsch gelaufen. Du bist so dumm. Gib mir wenigstens. Ja, danke, dass du mein Gold aufsammelst, Assi, ey. Ja, wiederbeleben kann ich dich nicht. Nee, mein Problem ist gewesen, wenn du sprintest, sprintest du in die Richtung deines Mauszeigers und nicht in die Richtung. Das ist mir jetzt mehrfach auch aufgefallen mit dem Wirbelwind. Ich kann dir nicht helfen, tut mir leid. Ich brauche keine Hilfe. Nö. Auch nicht. Scheiße. Ah! Boah, wer wurde denn da so zerfetzt? Knappe Scheiße. Naja. Ja, warte kurz, bitte. Geht. Ich wollte mir gerade eine Zigarette stopfen. Mach doch jetzt. Ja, natürlich. Willst du zeigen, dass du es alleine kannst, oder was? Kann ich nicht. Bin zu schwach. Irgendwie ist das alles immer anders hier, ne? Ja. Schön, dass sie das... Komm einfach durch, komm einfach durch! Wo wir nicht kämpfen müssen, kämpfen wir nicht, komm! Ja, aber da, diese komischen Gestalten, die hier fliegen, oder Blitze, oder was auch immer. Ich habe keine Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr, Mensch. Komm her, komm her! Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ja, danke, vielen Dank. Warum läufst du weiter? Ich konnte doch gar nichts mehr machen dann jetzt. Scheiß komm, Geister, drüber, komm drüber, drüber! Her. Komm doch! Ich habe keine Lebenspunkte mehr. Mach den Geist platt da. Gib mir Leben. Ja, da ist doch Leben. Wo? Oben. Ja, du weißt, dass er dich verfolgt, ne? Wenigste Leben und so. Okay. Ich brauche noch mehr Leben. Scheiße. Wir hätten vielleicht zwei Nahkämpfer nehmen sollen. Aber das wäre langweilig für YouTube. Ich brauche Leben, jetzt sofort. Oh, scheiße! Nein, das sind wieder die Einfriedinger. Ich brauche Nahrung. Leben. Na, vorbei. Ja, diese Einfriedinger, was soll ich machen?
Die sind ja richtig böse. Jetzt warte kurz mit dem Starten. Ich will mir eben eine Zigarette machen. YouTube interessiert das nicht. Das ist mir scheißegal, ob YouTube das interessiert. Dann erzähl denen wenigstens irgendwas dabei. Ja, hallo YouTube. Ich hatte heute einen schönen Tag auf der Arbeit. Mir wurde heute auf der Arbeit gesagt, dass ich wieder dreimal so viel mehr Provision kriege wie manch ein anderer. Beziehungsweise das sagt wie ja jeder viel aus andere. Über das Bordell, wo du arbeitest, du. Dass die besten Nutten dort so richtig honorieren, finde ich gut. Ja, danke schön, ich weiß. Dankeschön. Ich bin halt eine Edelnutte vom Kiez. Das ist doch so ein Transenbordell, wo du arbeitest, oder? Mhm. Es war auch schon so eine Person bei mir, ne? Die wollte unbedingt, nein, dass ich es mit ihr treibe. Warte, hör mal zu, erzähl doch mal die Real-Life-Geschichte. Die Real-Life-Geschichte. Die Real-Life-Geschichte? Na, ja, ja. Okay, also YouTube. Ich bin bei so einer Flirt-App, ne? Einfach, weil ich es total witzig finde und hirnlos. So, und da hat mich so eine Olle angeschrieben, ne? Meinte so, bist voll hübsch und so. Und lass mal treffen. Das ist jetzt kein Scheiß. So, habe ich erstmal gefragt, weil ich arbeite ja und lege auch darauf sehr viel Wert, ne? Dass Frau auch arbeiten geht, ne? Frau nix nur hinterher hat, ne? Und durchfüttern lassen. Ist nicht. Nee, auf jeden Fall diese Olle, die meinte dann... Diese Olle, wie du redest von Frauen. Das ist, ja, so das, ist okay. Das ist keine Frau, das ist eine Nutte. Ich meine, nicht jede Frau ist eine Olle, ne? Aber das ist eine Olle. So, diese Olle, die hat dann gesagt, die arbeitet im Eros, ne? Und ich, ganz ehrlich, ich habe mit so einem Klientel nichts zu tun. Ich wusste nicht, was das Eros ist. So, ich gehe ins Internet, weil ich interessiere mich ja für das, was die dann macht, ne? Und ein bisschen sollte man ja schon wissen. Und dann gucke ich und dann ist das ein Puff. Und die ist eine professionelle Nutte aus Rumänien. Und dann hat die mich gefragt, ob wir uns mal treffen sollen. Habe ich gesagt, wie viel kostet mich das Treffen denn dann? Und darauf hat die nur gesagt, du bist ein Arschloch. Oh. Ja. 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 Ich bin gar kein Arschloch. Nee. Das war nun der erste Gedanke, der mir in Sinn kam. Ich meine, es gibt so viele Frauen. Die müssen auch nicht mal als Nutter arbeiten, sondern können einen ganz normalen Job haben. Es gibt so viele Frauen, die wollen den Männern das Geld aus der Tasche ziehen. Dann bin ich doch bei einer Nutte dreimal so vorsichtig, oder? Ja, natürlich. Komm, kannst weitermachen. Du bist ja nicht der Drachenlord. Genau. So. Ob wir das jetzt mal irgendwann schaffen, ey. Und die Nutte nicht das Erdbärchen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwann schaffen. Du bist so dumm. Hast du schon mal was von Ausweichen gehört? Wie geht das? Ja. Mit welcher Taste? Das hat keine Taste. Ach so. Und da stirbt er. Ich glaube das nicht. Der stirbt. Nein. Lieber Herr Cousin, willst du dir nicht doch lieber eine andere Klasse nehmen? Da bin ich. Ja? Ja, willst du dir nicht eine andere Klasse nehmen? Ja, hier sind welche, die machen irgendwelche Blitze auf mich und ich kann mich nicht wehren. Die hier. Oh oh. Der Tod. Weißt du, deine Klasse ist mal so gar nicht mobil und toll. Deine Klasse ist ja mal so gar nichts. Okay. Nein. Warum immer direkt bei mir und immer auf mich? Da! Helf den mir. Trank! Der Trank ist wichtig. Tot. Guck mal, ich hab den Tod besiegt. Aua. Ich hol mir meine Beute. Warte. Warte, 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 warte. Wohin? Hier. Okay. Da ist Essen.
Aua. Guck mal, so geht ausweichen. Ja, aber wir müssen hier schon kämpfen, das weißt du. Nein. Ich will, dass der Tod weg ist, ey. Dann kann ich auch wieder kämpfen. Warte mal eben. Komm! Ich weiß die Abstände nicht von meiner Waffe hier. Sammel die Krone ein! Der Krieger kehrt zurück, um mehr Kach zu schlagen. Ich hab die Krone. Ach, es dürfen, glaube ich, keine Monster mehr irgendwie da sein. Nee, kann auch nicht. Oh, dieser Level geht mir auf den Sack, weißt du das? Ja, mir auch. Komm her. Wo bist du? Komm. Ich hab keine Lebenspunkte mehr gleich. Warte, lass mich vor. So. Fleisch. Seele. Da. Ah. Nein, da ist so ein Gefrierding. Hol dir schnell. Zu spät. Ich bin dem Grab entstiegen und... Da, super. Spawn dann sofort tot. Wie geil. Nicht da weglaufen. Ja, super. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr ins Leben. Nein, ich weiß, was das mit dem Leben jetzt ist. Was denn? Guck mal, da oben, da ist sowas, das nennt sich Münzen. Ja. Schädelmünzen. Und das heißt? Das sind die Leben... Oh, komm! Oh. Ich hab's geschafft! Kills 499. Und wieder der gierigste Held. Aufgestachelt, stirbt durch den Schaden einer Stachelfalle. Da kriegst du Punkte. Ja. Bei wie vielen Minuten sind wir? Nimm mal bitte Maxims Mummenschadens. Und ja, bei wie vielen Minuten sind wir? Bei genug. 22. Also ich würde sagen, wir hören mal auf. Ja. Die CPU wird gerade zu viel ausgelastet, sehe ich gerade. Okay. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich auch. Wir sehen uns später, YouTube. Macht's gut. Macht's gut.